Das war richtig geil. Ein Jahr später sind wir wieder zurück in Sulzbach. Heute beim 19. LUT-Crosslauf. Sind wieder, glaube ich, knapp 8 Kilometer. Heute an Moderation aus dem Auto, weil es draußen einfach brutal windig ist und damit wir wahrscheinlich nichts hören. Letztes Mal die Zeiten können wir jetzt ja einfach nach und nach auch bei den Leuten einblenden, aber da sind wir jetzt einfach mal ultra gespannt, ja, was da heute geht im Vergleich zu vor einem Jahr. Hat sich ein Jahr Training denn jetzt tatsächlich ausgezahlt? Zwar jetzt nicht unbedingt für die Distanz trainiert und nicht unbedingt für Höhenmeter, aber hey, irgendwas muss ja trotzdem hängen bleiben und das werden wir heute rausfinden, was so geht. Und ja, haben Bock heute bei Jan, Tobi, meine Wenigkeit und Simon. Werden wir mal sehen, was passiert. Let's go. Auch ein bisschen Profil wird gewechselt. Einfach nur, um auf Nummer sicher zu gehen. Moinsen. Moin. Besser Wetter als letztes Mal, aber... Super Wetter. Richtig geil. Letztes Jahr war richtig fies. Letztes Jahr war, glaube ich, 4 Grad, Schneeregen. Danke. Läufst du wieder ganz für... Ganz fies. Ah, danke sehr. Das letzte Mal 51,27. Was können wir heute erwarten? Ja, die Zeit, ich glaube, die packe ich wieder zu halten. Also vielleicht 1-2 Minuten schneller. Nee, ich hoffe unter 40. Mal gucken, was wird. Kampfansage unter 40. Kampfansage? Letztes Jahr 40. Gut, letzte Woche bin ich auch knapp über die 40. Und die paar Höhenmeter? Ja, und das sind ja 400 Meter weniger. Ah, okay. 400 Meter ja. Ist eine Zeit. Bei dir waren 40, 41, genau, ne? Ich hatte knapp über 40. An sich bin ich fitter als letztes Jahr, aber ich laufe auch weniger. Mal schauen, also ich bin gespannt. 140 wäre cool, aber ich habe absolut keine Ahnung. Bei mir waren es letztes Jahr 41. 54 und heute wird es dann besonders spannend, jetzt vielleicht auch im Vergleich zu denen zum Jan, wer von uns schafft, die Zeit mehr zu verbessern. Jemand, der, wie ich, eigentlich das letzte komplette Jahr damit verbracht hat zu laufen, oder jemand, der nur Fahrrad fährt und nur ab und zu mal läuft. Ich kenne die Strecke, also nee, ich kenne die Strecke überhaupt nicht, aber ich kenne den Wald hier. Das hört sich so creepy an. Super. Okay. Nee, ich weiß überhaupt eigentlich gar nichts, abgesehen davon, dass ich den Wald hier kenne. Ich weiß gar nicht, wie weiß jetzt jemand, wie viele Runden wir laufen? Sind es 4 oder? Das müssen wir gleich nochmal fragen, glaube ich. Ich glaube 4, aber... Also Jürgen meinte vorhin, ich weiß zwar nicht, woher er das schon wieder weiß, er meinte, die Anstiege sind nicht so steil. Auf jeden Fall hört sich das nicht so schlimm an. Deswegen bin ich guter Dinge. Ich versuche einfach mal, ich sag jetzt, das wird ein 4 Minuten 12 Pace. Cool. Was immer das auf 8 Kilometer ist, dürft ihr jetzt in die Kommentare schreiben. Ja, jetzt gibt es noch ein kleines Gel-Review hier, das erste Mal. Und zwar, heute nehme ich noch ein nices Frühstück bzw. Mittagessen, nachdem wir heute Morgen schon unterwegs waren. Das ist auch geil. Das hat richtig Konsistenz. So. Fühlt sich nach Arbeit an, das zu essen. Ja. Jetzt weißt du mal, aber das gibt jetzt die Power. Also, ich hab das jetzt nicht. So, letzter Schluck. Jetzt erstmal ein bisschen schön warm machen. Und dann geht's los. Fünf angeblich. Los! Auf die Plätze los. Runde 1 ist durch. Die Höhenmeter im zweiten Teil der Strecke merke ich schon ganz schön. Aber kurz bevor es hochgeht, gibt es einen schönen
langer, schräger Bergab. Da brauche ich ein bisschen Tempo. Meter nach dem Start. Sowas von übel. Ich glaube echt bei der zweieinhalbsten Runde, so zweite Runde, dann die Hälfte, dachte ich, nö, ich geh raus, kein Bock mehr. Alles scheiße. Weißwurst, Frühstück hat eine Käse. Ja, Simon, wie war's? Anstrengend. Optisch war die Strecke sehr schön. Am Anfang ging's leicht hoch. Ich bin ja bekannterweise ein Nadelbaum-Fan, weiß mittlerweile echt jeder. Ja, schön war's. Pacing, ich weiß nicht, ob ich's gut mache oder nicht. Meine Uhr spuckt mir leider nie ein Tempo raus, weil GPS mal wieder den Geist aufgegeben hat, wie immer in jedem Rennen. Gurt rutscht immer, deswegen weiß ich auch immer nicht, wie genau die Herzfrequenz ist, aber passt schon, ne? Lauf, ja, wie war es gewesen? Ganz gut, anstrengend. Ab der Hälfte dachte ich, wie immer bei jedem Lauf, kein Bock mehr, wir gehen raus. Scheiß auf den Kack. Aber irgendwie zieht mir ja doch immer durch. Und ich konnte mich zum letzten Jahr tatsächlich besser, trotz weniger Laufkilometern. Ich würde es mal sagen, Fahrradfahren ist das bessere Trainieren. Alle mal den Flo markieren. Ihr wisst schon wen, denke ich. Wer ist Flo? Muss den Verein beitreten, damit ich hier nicht mehr die einsame Spitze im Verein wird. Hey! Wie gesagt, man hört es ja, dass es windig ist und das war sehr gut, weil der kommt genau in die Richtung, der Start ging in die Richtung leicht hoch, der hat dann wirklich richtig schön hochgeschoben. Das war gut, danach ging es runter, das war auch gut, aber danach ging es ohne Wind hoch, das war nicht mehr gut. Aber können wir noch mal einblenden? Na, das haben wir nicht auf Band, ne? Was denn? Was Tobi sich für eine Zeit vorgenommen hat. Ich glaube, es war unter 40, oder? Ja. Ja, also, man nimmt sich viel vor, ne? Also. Ist eigentlich ganz okay gelaufen. Ich habe zweimal, also in den letzten beiden Runden, wie es da bergauf ging, habe ich mir gedacht, jeden Moment meine Beine fallen ab. Also die waren brutal übersäuert. Aber sonst, ja, Verbesserung zum letzten Jahr ist auf jeden Fall bei mir drin gewesen. Aber ich merke es, das kickt nochmal ganz anders, diese scheiß Höhenmeter. Ich hätte gedacht, Goldbach hätte mich drauf vorbereitet, aber nee. Findet ihr jetzt Goldbach oder das hier anstrengender? Goldbach, ja. Goldbach hier? Ich fand Goldbach anstrengend. Ich finde Goldbach anstrengend. Ich finde Goldbach ist dann wegen dieser Einsteigung, das killt dich einmal am Ende, aber davor. Genau, da ist man schon am Ende schon kaputt. Also, Alter, jetzt immer da hoch! Immer hier das Ende in Goldbach. Ich finde die Hälfte die Hölle bei Goldbach. Ja, Kilometer 4, 5 ist. Echt zugezogen. Das sind auch, glaube ich, das sind auch die meisten Höhenmeter auf dem Kilometer. Also Goldbach fand ich wirklich, das war die Hölle. Goldbach aber ist die Hölle. Wir Schulzfall beide, oder okay. Bist du in Halbach auch nicht? Halbach bin ich noch wir nicht. Wir beide gelaufen. Sind Halbach nicht gelaufen. Ich glaube, Halbach soll scheiße sein. Ja genau, ihr seid ja Halbach schon gelaufen. Nee, ich bin nicht dran. Und wie war Halbach gewesen jetzt im Vergleich? Halbach zu im Vergleich? Hier? Oh, also ich fand Halbach fand ich schon mit am beschissensten auf jeden Fall. Halbach fand ich übel. Ja, aber heute war auch übel bei mir. Es ging komplett in die Hose. Zwischenzeitlich hatte ich so ein bisschen schwarz vor Augen gewonnen. Die ganze Zeit das Gefühl, ich knick um. Das war richtig geil. Das heißt, entweder jetzt Karriere an Nagel oder halt Radfahren. Das ist jetzt halt die Sache. Das heißt, es geht jetzt mehr mit dem Simon
im X-Mal aufs Rad. Das ist jetzt das Ding. Das ist nur geil. Dann schauen wir jetzt mal, wer dann nächste Woche in Haibach dabei ist. Wenn dann die richtige Kackstrecke ansteht, meiner Meinung nach. Weil da geht es nämlich gefühlt nur übernächste Woche. Übernächste Woche ist das erst. Aber da geht es gefühlt nur bergauf und bergab die ganze Zeit. Das ist ganz, ganz übel. Ja, ich denke, da kickt man sich auch nochmal ordentlich weg. Und ja, das war's eigentlich soweit. Hoffe, es hat trotzdem ein bisschen Spaß gemacht, zuzuschauen. Und dann hier unten abonnieren, liken und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Könnt auch auf Instagram abonnieren für die kleinen Updates. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.